Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 13 News Update. Die Patch Notes sind da. Ich habe 2,5 Seiten feinsten Spaß euch vorzutragen. Ganz wichtig, die Ranked-Änderungen werde ich zum Schluss vortragen, weil ich in den letzten Tagen innerhalb von 24 Stunden 3 Ranked-Videos rausgeballert habe. Inhaltlich passt das alles. Ich werde es, wie gesagt, genau deswegen, weil die meisten von euch das schon gesehen, gehört oder sonst irgendwas haben. Sie wissen es auf jeden Fall, deswegen zum Schluss. Ich werde die ganz zum Schluss kurz und knapp vortragen und nicht tief ins Detail gehen. Was aber aus den Patchnotes nicht rausgeht, welche Map im zweiten Split von Ranked ist, das habe ich immer noch nicht rausgelesen. Ich gehe nach wie vor von World's Edge aus. Wir fangen jetzt direkt mal an. Map Rotation wäre schon Thema Nummer 1. Stormpoint, Olympus und World's Edge. Kings Canyon fliegt raus. Und eine weitere Änderung, die noch nicht klar war, diese 2 Stunden Playtime. Das war ja manchmal so, hast du eine Map nur eine Stunde gehabt, mal anderthalb, mal 2 Stunden. Diese 2 Stunden Playtime fliegt komplett raus. Sehr coole Änderung. Replikator wissen wir mittlerweile, die Flatline und die Longbow kommen zurück zum Floor Loot. Und die 301 und die Rampage gehen rein. Crafting Metalle 30 ist gleich geblieben, hat sich nichts dran verändert. Goldene Waffen, welche jetzt aktuell rausgehen, weiß ich gar nicht. Ich habe mir nicht alle gemerkt, die gerade in Season 12 drin sind. Rein gehen auf jeden Fall die Eva 8, die Longbow, Flatline, P20 und die Spitfire. Spitfire hat übrigens extra, also es gibt auch eine Menge Weapon Changes, sehr interessant. Die Helme wurden gebufft, zumindest ab Blau aufwärts. Gold steht ja nicht, ist aber im Purple mit inbegriffen, würde ich sagen. Der blaue Helm reduziert den eingehenden Headshot-Schaden von 40% auf 50%, also 10% erhöht. Und ab Purple haben wir 15%, also statt 50%, 65% reduzierten Schaden. Die Kraber bekommt tatsächlich einen Nerf. Der Headshot-Multiplikator wurde von 3,0 auf 2,0 reduziert und der Damage wurde von 145 auf 140 reduziert. Macht natürlich was aus, wenn man ein bestimmtes Body hat. Logischerweise bringt der Nerf natürlich was. Auch wenn er nicht extrem spürbar sein wird, bin ich der Meinung. Die Rampage wird ein wenig genervt, nicht extrem. Die Rampage, die Nachladezeit wird von 2,6 auf 3,1 Sekunden erhöht. Hier wird aber nicht beschrieben, ob das die taktische Nachladezeit ist oder wenn das Magazin komplett leer ist. Da ich jetzt die Nachladezeit nicht im Kopf habe, gehe ich mal davon aus, wenn das Magazin komplett leer ist. Und das Handling wurde ein wenig erhöht. Was das bedeutet, das könnte sein, wenn wir ins Visier gehen, dass das ein Stück weit länger dauert. Mehr wird dort nicht beschrieben. Dann, also im Allgemeinen werden sämtliche LMGs absolut penetriert. Die Elster, der Schadensmultiplikator auf Kopfschüsse wird von 1,75 auf 1,5 reduziert. Die Entfernung für Kopfschüsse wird von 64 auf 57 Meter reduziert. Die Abkühlzeit, wenn die überhitzt, wird erhöht. Die kühlt jetzt in 3,6 Sekunden ab, nicht mehr in 2,5. Und auch hier eine geringfügige Erhöhung der Handhabungszeit. Wie gesagt, ob das bedeutet, wenn wir ins Aim gehen, das wird hier nicht näher beschrieben. Kann ich also nicht genau beschreiben. Wer hier eine Idee hat, schreibt es in die Kommentare. Die Devotion kriegt auch ordentliche Nerfs. Schaden von 16 auf 15 reduziert. Der Multiplikator auf Kopfschüsse wird auf 1,5 reduziert von 1,75. Reduzierte Kopfschussdistanz ebenfalls von 64 auf 57 Meter. Erhöhte Nachladezeit von 2,8 auf 3,2. Auch hier gehe ich mal davon aus, wenn das Magazin leer ist. Die Ziehzeit, und hier wird es explizit beschrieben, die Ziehzeit, wenn wir quasi losrennen, ohne eine Waffe in der Hand, quasi nur die Fäuste oder dein Erbstück in der Hand haben, bis wir die Waffe gezogen haben, dauert es jetzt nicht mehr 0,7, sondern 0,8 Sekunden. Ist halt eine LMG, eine schwere Waffe. Macht Sinn. Die Zeit für das Anheben ins Visier wird von 0,55 auf 0,65 Sekunden angehoben. Und die Zeit für das Absenken der Waffe von 0,5 auf 0,6. Also die Handhabung der Devotion wird definitiv komplizierter. Die Havoc wird ein wenig gebufft. Ob das jetzt extrem spürbar ist, müssen wir mal sehen. Der Rückstoß zu Beginn
des Schusspatterns wird ein bisschen einfacher gehalten. Also die verzieht nicht am Anfang gleich so. Mehr muss man dazu nicht sagen. Mosambik und Peacekeeper bekommen einen kleinen Buff. Der Schaden auf die Beine wird von 0,8 auf 1,0 erhöht. Das heißt für mich, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, macht man auf die Beine genauso viel Damage wie auf den Oberkörper. Würde ich jetzt mal so interpretieren. Care Package Waffe müssten wir mittlerweile alle wissen. Spitfire geht raus und die Mastiff geht rein. Und damit kommen wir auch schon zum Spitfire-Nerf, kann man tatsächlich sagen. Im Endeffekt, wenn ich das jetzt hier so alles überfliege, ist das fast alles identisch zur Devotion. Schaden von 19 auf 18 reduziert. Kapazität des Lila und des Goldmax von 55 auf 50. Nach wie vor bin ich der Meinung, wahrscheinlich wie viele andere auch, dass das noch zu wenig ist. Streuung aus der Hüfte wurde erhöht, wissen wir auch mittlerweile. Der Slot für den Laufstabilisator wurde entfernt. Die Spitfire hat keinen Laufstabilisator mehr. Der Schadensmultiplikator auf Kopfschüsse ebenfalls von 1,75 auf 1,5 reduziert. Kopfschussdistanz auch von 64 auf 57 Meter reduziert. Erhöhte Nachladezeit von 3,2 auf 3,4. Die Ziehzeit, genauso wie bei der Devotion, wenn wir unser Heirloom in der Hand haben oder eben mit den Fäusten rennen, von 0,7 auf 0,8 erhöht. Holsterzeit, also Wegpacken der Waffe 0,75. Auf 0,65 erhöht. Das ist aber für mich eine Reduzierung. Warum wird denn hier? Da wird erhöht tatsächlich. In den Patch Notes steht erhöht. Für mich heißt, das Holstern geht schneller. Dann ist hier wahrscheinlich ein kleiner Patchnote-Fehler. Ich gehe davon aus, dass es von 0,65 auf 0,75 erhöht wird. Die Zeit zum Anheben, also ins Aim, wird von 0,55 auf 0,65 erhöht. Und das Absenken der Waffe, wenn wir sie in der Hand behalten, aber von 0,5 auf 0,6 erhöht. Mastiff bekommt natürlich einen Buff, ist ja jetzt eine Care-Package-Waffe, sollte logisch sein. Es wird geschrieben, verschärftes Explosionsmuster. Also die Streuung ist wahrscheinlich ein bisschen krasser und der Gegner ist ein bisschen einfacher und krasser zu treffen. Munitionskapazität wird allerdings reduziert von 6 auf 4. Vorratsmunition 28. Schaden pro einzelne Kugel wird von 11 auf 14 erhöht. Das ist ordentlich. Erhöhte Pelletgröße, also die Streuung ist im Allgemeinen größer und die Feuerrate wird von 1,1 auf 1,2 Sekunden erhöht. Eine weitere interessante Änderung: Zellen und Spritzen. Die Spawnrate wurde reduziert um 18%. Keine schlechte Sache. Es gibt aber keinen Austausch für Medikits oder Batterien. Also von daher wahrscheinlich gar nicht so schlecht, findet man meiner Meinung nach eh alles viel zu oft. Die Rampart bekommt einen Buff oder ein bisschen mehr als nur einen Buff. Die Zeit, in der Sheila hochfährt, also quasi ihre Ulti, wird um eine ganze halbe Sekunde verringert. Also quasi von 1,75 auf 1,25. Die Lebenspunkte für die M-Covers wird von 45 auf 120 erhöht. Das heißt, beim Aufstellen geht die nicht so schnell kaputt und im Allgemeinen logischerweise geht sie nicht so schnell kaputt. Die Zeit für den Einsatz der Verstärkungen geht jetzt auch schneller, dauert jetzt nur noch 3,6 Sekunden statt 4,25 Sekunden. Volk bekommt einen Nerf, der sich auf jeden Fall effektiv bemerkbar machen kann, wenn man oft die Ulti benutzt. Wir können jetzt, wenn wir die Ulti benutzen und in den Himmel schießen, wir können nicht mehr rotieren, wir können uns nicht mehr drehen, sodass Leute auf dem Boden versuchen, uns da noch irgendwie runterzuschießen. Weil das machen vielleicht viele nicht, kennen den Trick vielleicht nicht, aber wenn du in den Himmel schwebst, kannst du dich drehen und bist so ein echt extrem schweres Ziel. Das wird jetzt rausgenommen, das finde ich krass. Es gibt Nerfs, wenn man sich außerhalb der Grenzen befindet. Wenn ich es richtig übersetze, ich verstehe es so, das ist der Punkt, wenn du irgendwo oben auf einem Berg bist, wo dieser Counter beginnt, wo du eigentlich nichts zu suchen hast, weil es keine offizielle Stelle ist, wo du dich auf der Map befinden darfst. Dort soll es so sein, dass wir Legendenfähigkeiten nicht mehr benutzen können. Das heißt, wenn du da mit Volk stehst, kannst du nicht mehr in die Luft dich katapultieren, du kannst nicht mehr schweben, keine taktische mehr ausführen und so weiter. Waffen sollen nicht mehr funktionieren, Granaten, Überlebensgegenstände und so weiter und so fort. Finde ich eine
krasse Änderung. Finde ich aber gar nicht mal so blöd. Rand der Welt. World's Edge gibt es einige Anpassungen. Die Fenster im Kontrollturm des Lavasiphons wurden neu gestaltet, um die Sicht ein Stück weit zu verbessern. Zusätzliche Deckung in der Lavagrube. Die Beute in Gondeln wurde überarbeitet. Die Wahrscheinlichkeit, in ihnen hochrangige Rüstung zu finden, wurde deutlich verringert. Okay. Climatizer und Lavasiphon bleiben weiterhin als hochrangige Beute ein Point of Interest. Dann haben wir noch Custom Games. Habe ich gestern erst ein Video zu rausgeballert. In den Patch Notes stehen die Custom Games. Dort gibt es noch ein paar Patch Notes, was sich in den Custom Games alles verändert hat. Das werde ich hier aber nicht erwähnen, weil 99% von uns konnten das sowieso nicht benutzen. Also wird uns auch die Änderung dazu nicht interessieren. Aber Custom Games soll jetzt available für alle sein, wenn ich das richtig rauslese. Das wird zwar nicht explizit beschrieben, aber scheinbar können wir jetzt alle Custom Games öffnen. Was habe ich noch? Dual Shell Hop-Up fliegt raus aus dem Pool. Es kommt kein neuer hinzu. Man hat in dem Trailer letztens gesehen, Stories from the Outland Trailer, da wurde die Prowler automatisch abgefeuert. Leider kommt der Fire Receiving Mod nicht hinzu. Jetzt kommen wir zu den Ranked Änderungen. Die habe ich wirklich ganz kurz und knapp gehalten, um die letzten drei Videos übers Ranked nicht nochmal komplett neu aufzudröseln. Also wir fangen direkt an. Ranked. Die Rookie-Klasse wurde hinzugefügt, das heißt, unter Bronze gibt es noch eine Klasse. Jeder, der aber mindestens schon einmal Ranked gespielt hat vor Season 13, kann nicht in die Rookie-Klasse zurückfallen. Das ist wirklich nur für Anfänger. Fakt. So, was haben wir noch? Stufendivisionen kosten jetzt allesamt 200 Ranked-Punkte mehr. Was bedeutet das? Ab Bronze 4 kostet... Ab Bronze 3 kostet es 200 Rankpunkte mehr, um das zu erreichen. Platin 4, Platin 3, Platin 2 und so weiter. Also jede einzelne Zwischenstufe kostet 200 Rankpunkte mehr, sodass wir am Ende bis Master 5000 Rankpunkte mehr brauchen, um Master zu erreichen. Vorher waren es, glaube ich, 10, jetzt sind es 15.000 Rankpunkte. Sollte klar sein, was ich damit meine. Es gibt kein Kill Cap mehr. Bedeutet, nicht bei 6 Kills oder 6 Assists ist Schluss. Wir kommen weiterhin Rankpunkte, wenn wir 7, 8, 9, 10 Kills machen. Lediglich wird es so sein, pro Kill werden die Rankpunkte ein wenig weniger, bis du irgendwann wirklich kaum spürbar noch Rankpunkte dazu bekommst. Der Assist-Counter wurde von 10 auf 15 Sekunden angehoben. Ist eine extrem geile Änderung. Und es wird so sein, dass wenn du einen Gegner gedownt hast und in dieser Zeit dieser Gegner von seinem Teammate wieder hochgehoben wird, aber dann von einem Teammate von dir wieder gedownt wird und das passiert in einer gewissen Zeit, bekommst du trotzdem noch den Assist, weil während der Revive-Time vom Gegner der Assist-Timer zurückgesetzt wird. Ich glaube aber nicht auf die vollen 15 Sekunden, das wird definitiv nicht beschrieben. Ranked Demotion. Ranked Demotion... Moment, Ranked Demotion, natürlich, wir können jetzt zum Beispiel von Dia 4 auf Platin 1 zurückfallen. Bedeutet aber, wenn wir erstmal von Platin 1 auf Dia hochgestuft werden, und das habe ich in den letzten Ranked Videos nicht erwähnt, weil das gar nicht kommuniziert wurde, wir bekommen erstmal einen Aufstiegsbonus in die neue Oberklasse von 100 Rankpunkten. Danach kannst du 3 Runden verkacken und erst wenn du die 4. Runde verkackst, kannst du theoretisch auf Platin zurückfallen und es wird dann so sein, wenn du auf einer Stufe zum Beispiel von Dia auf Platin zurückfällst, verlierst du 50% des Platin 1 Fortschrittes. Das heißt, du müsstest jetzt statt, keine Ahnung, wenigen Punkten, müsstest du nochmal 4 oder 500 Rankpunkte oben drauf schlagen, damit du wieder Dia 4 wirst. Ich habe jetzt die genauen Punkte nicht im Kopf. Was haben wir noch? Die Teilnahmegebühren pro Ranked-Runde wurden angehoben. Die genauen Zahlen nenne ich euch jetzt nicht, aber die könnt ihr euch auch selber ausrechnen. Und wir bezahlen jetzt ab Bronze schon Teilnahmegebühren. Ab Bronze, und das sage ich wirklich nur ab Bronze bis Master maximal,
Bronze 4, ein Match 15, Bronze 3, dann 3 Punkte mehr. Und so geht das immer weiter, 3 Punkte mehr für jede einzelne Division, bis wir letztendlich Master erreicht haben. Dort kostet eine Runde 75 Rank-Punkte. Und ab Predator wird es so sein, aller 1000 Rank-Punkte, die ihr im Predator macht, bezahlt ihr 5 Rank-Punkte mehr pro Runde. So, was haben wir noch? Team RP. Wir kriegen jetzt Team Kill Punkte. Wenn du einen Kill machst, oder andersrum, wenn dein Teammate einen Kill macht, an dem du nicht beteiligt bist, weder mit einem Assist noch irgendein Sonderspaß, bekommst du trotzdem Rank-Punkte. Nennt sich Team Ranked Punkte. Und du wirst quasi fürs Teamplay bezahlt, weil du ja irgendwo indirekt in dem Spiel mit beteiligt warst. Wichtig ist, du musst am Leben sein. Wenn du schon tot bist, kannst nicht gerespawnt werden oder musst erst gerespawnt werden oder. Gedownt müsste, glaube ich, noch zählen, weil du lebst ja theoretisch noch. Aber alles darunter oder darüber, wie auch immer, zählt dann nicht mehr und du bekommst keine Punkte mehr. Und ich hoffe, dass ich jetzt alles gesagt habe. Ich glaube, ich müsste alles haben. Sollte ich doch von den Rank-Änderungen irgendwas vergessen haben, dann war das auf jeden Fall nicht meine pure Absicht. Ich bin jetzt auf eure Meinung gespannt, denn das ist seit 3 Seasons mal wieder Patchnote-mäßig ein bisschen was, worauf wir bauen können. Allerdings finde ich es nach wie vor sehr schwach, dass im Allgemeinen an der Meta der Legenden oder an den einzelnen Fähigkeiten, den Stats und so weiter und so fort, dass da nicht mehr geändert wird an den Fähigkeiten, an den Legenden, das wollte ich damit sagen. Das ist sehr mau, aber ansonsten finde ich die Patchnotes extrem interessant. Die LMGs werden ein bisschen schwieriger zu handhaben sein, das finde ich auch eine feine Sache, weil es nun mal schwere Waffen sind. Wie gesagt, ich bin auf eure Meinung gespannt, ich halte jetzt meine Klappe, wünsche euch einen schönen Start in die neue Season. Ich werde auf jeden Fall in die neue Season rein streamen ab ca. 17 Uhr. Freue mich auf euch, wünsche euch einen schönen Start allgemein in die neue Woche. Adieu, bis zum nächsten Mal. Ciao.